Hey Valerie, worauf freust du dich heute am meisten? Auf die neue Folge Far Cry von Dennis. Das ist das beste Let's Play auf ganz YouTube. Sicher? Ist es besser, als da hinten reinzugehen in die Anlage und... Oh mein Gott, da sind Gegner! Leute erschießen. Stör mich nicht, ich rede gerade mit Valerie. Ist es wirklich besser, als da hinten reinzugehen und eine Atombombe zu zünden? Ja schon, Dennis ist der Beste. Ich liebe ihn. Okay, danke Valerie. Du bist auch ganz gut. So, auf geht's. Wir dringen in diese Anlage da hinten ein und sollen eine Nuklearwaffe scharf machen. Damit sollte Valerie ja kein großes Problem haben. Die schafft es schließlich, so gut wie alles scharf zu machen. Ich stelle mir das so vor, dass sie so ein Anspitzer dabei hat und die Atombombe dann so wie so ein Bleistift anspitzt. So. Wir müssen jetzt hier mal versuchen, in diese Anlage einzudringen und dabei nicht sofort zu sterben. Ich habe nämlich nicht mehr viel Energie. Ist er jetzt tot? Immerhin habe ich den Tank da in die Luft gejagt. Na komm, na komm. Da ist noch einer. Da sind noch zwei. Wie er da runterrutscht noch. Das sah ganz lustig aus. So, whoop. Yep, so, das war doch schön. Ich habe noch 5 Schuss im Snipergewehr und ich habe noch ungefähr meine halbe CryVision Pro. Und jetzt können Valerie und ich vorrücken. Valerie, kommst du mit? Ja. Careful, Jack. Wo? Da rechts. Haben wir ihn? Ah, da ist noch einer. Das stimmt! Damn it, they are good. Ja. Es ist erstaunlich, wie gut. Dafür, dass das halt nur so normale Soldaten-Dudes sind. So, aber wir haben es, glaube ich, geschafft. Ich habe ja gehofft, dass irgendwer von denen auch eine Rüstung anhatte, damit ich ein bisschen meine Rüstung auffüllen kann. Da oben ist noch einer. Ich hab dich genau gesehen. Ich hab dich im Blick. Alter, du kommst nicht vorbei an mir, ohne dass ich euch sehe. Oben auf dem Turm ist auch keiner mehr, auf dem Ausguck. So, der Alarm ist aus. Das heißt, das ist auch kein Problem. Gott sei Dank. Gut, was, wenn ihr ein Medipack wärt? Wo wärt ihr dann hier in dieser Anlage? Hier in dieser Ecke hinter dem Busch? Nein. Valerie, kannst du mal bitte so wie Elizabeth in Bioshock nach Medipacks suchen und mir die zuwerfen? Das wäre total super. Würde ich mich sehr viel wohler fühlen, wenn du das könntest, wenn du dazu in der Lage wärst. So, den haben wir. Sind hier noch mehr? Sieht erstmal nicht so aus. Das ist doch hier so eine Art Lagerraum, oder? Hier gibt es doch ein Medipack. Yes, Sir! And Madam. Super. Munition gibt es hier auch, aber brauche ich nicht, weil ist noch relativ voll. So, jetzt nehmen wir mal hier die perfekte Waffe für den Nahkampf. Das Scharfschützengewehr. Nein, natürlich die P90. I don't know. You see that? Hä? Also, ich meine, ich höre sie sich unterhalten, aber ich habe sie nicht gesehen. Ah ja, im nächsten Raum. Sehr gut. Hier liegt noch der Großteil einer Pizza. Die Frage ist halt in solchen Fällen immer, wo kommt diese Pizza her? Ich habe hier nirgendwo eine Küche gesehen, wo sowas zubereitet wird. Hier oben sind übrigens unsere Pixelporträts in 30x30 Pixel. Wir sind schwer zu erkennen. Wobei mein Hawaii-Hemd gut getroffen wurde. Zack. Ich frage mich dann immer, wo diese Pizzen herkommen. Es gibt hier nirgendwo einen Pizzaofen, zumindest findet man keinen. Es gibt eine Mikrowelle hin und wieder mal. Ist hier auf dem Klo einer? Auf dem Klo ist doch immer einer, oder? Ich habe den Mülleimer umgeworfen, das tut mir leid. Gibt es hier nur eine Toilette? Also Unisex. Guck mal, wie fortschrittlich die hier damals schon waren.
Also ich meine, gut, es liegt wahrscheinlich daran, dass hier einfach keine Frauen existieren in diesem Spiel, außer Valerie. Sie ist, glaube ich, die einzige Frau in diesem ganzen Spiel. Das ist übrigens, ich habe ja die letzten Folgen... Okay. Irgendwo hier gibt es einen Sicherungsposten, hat sie gesagt. Was ist das denn hier? Der Krieger Mercenary Corps. Das spricht ja dafür, dass hier doch Frauen sind. Aber nicht wirklich. Ist das da die Krieger-Facilities? Okay. Das ist hier dieser Sumpf, wo wir jetzt gerade mit dem Boot durchgefahren sind, die letzten Folgen über, ne? Ja, ich habe mich ja die letzten Folgen darüber ausgetauscht mit euch. Nennt man das so, wenn man monologisiert? Dass das hier wie eine Parodie auf so 80er-Jahre-Actionfilme ist. Und wenn es eine Sache in 80er-Jahre-Actionfilmen wenig gab, dann Frauen. Okay, I'm hacking into the system now. Hurry up. I don't know how long we'll be safe here. Almost got it. There. Done. Now follow me. Ich renne dir doch schon die ganze Zeit nur hinterher. Wie sein Schoßhündchen. Ja, ich komme ja schon. Oh, Spiel gespeichert. Volle Lebensenergie, volle Rüstung. Volle Energie für die Supervision. Ich weiß echt nicht, was mir hier gerade passiert. Das ist das erste Mal. In der Geschichte meines Let's Plays, das mir so ergangen ist. Security code for this door. Open Sesame. Get him! So. Stealth ist wieder angesagt. Deswegen renne ich hier mit dem leichten Maschinengewehr durch die Gegend. Und löse alle Probleme. Von wo? Von hinter mir. Natürlich. Das ist wieder mal ein Fall von... Für ganz kurze Zeit hatte ich Lebensenergie. Bis ich sie nicht mehr hatte. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Was ist hier? Nein, hier ist nichts. Ach, coole Schüssel. So, wo ist Valerie jetzt hin? Ist sie im Control Center? Ah ja. Das ist ganz nett, dass sie dann da einfach reinläuft und schon mal hier so ein bisschen hackt. After I find out how to open the gate, we need to get inside and locate the nuke. Don't remind me. That's not all. I need you to enter their headquarters and find the arming device. There's no time, so we need to split up, and you need to stop bitching. Got it? Jack, I've sent you the location of the arming device. Hurry up, we're running out of time. Ich find's so lustig, wie ich vor 30 Sekunden noch ein Hohelied gesungen habe darauf, dass ich Energie habe. Und das ist jetzt alles schon wieder weg. Alles schon wieder weg. Keinerlei Lebensenergie mehr. So, jetzt muss ich also einen Zünder finden, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ich soll mich nicht so anstellen, hat das Spiel gesagt. Ich soll nicht rumbitchen. Ich weiß nicht, ob mir das gelingen wird. Ihr habt das Let's Play jetzt so viele Folgen verfolgt. Glaubt ihr, dass ich dazu in der Lage bin, das hier zu spielen, ohne zu bitchen? Ich glaube nämlich nicht. So, kann ich hier rein? Damn, it's locked. Danke, Valerie, du bist die Allertollste, ich liebe dich. Oh, sorry, habe ich das jetzt gerade gesagt? So, das waren die drei. Sind hier noch mehr? Sind hier noch mehr böse Buben? Hier ist der Quartermaster. So. Ich habe nur noch 25 Schuss in der P90, das ist nicht so gut. Aber für ihn hat's... Nein! Fast noch gereicht. Ich wollte gerade mich freuen, dass es genau noch für den Typen gereicht hat. Aber nein. Auch hier steht wieder die gleiche Pizza. Die haben immer nur so eine Mikrowelle. Hier ist das Mikrowellenpizza? Moment mal, gibt es Mikrowellenpizza? Bestimmt, oder? Ich habe irgendeine Keycard gefunden, wofür auch immer die gut ist. Ich habe noch nie Mikrowellenpizza gemacht. Wahrscheinlich haltet ihr mich jetzt gerade für total bescheuert, aber ich mache immer halt hier so, wenn wir fertig Pizza machen, dann so Aufbackpizza aus dem Ofen. Ja, keine Ahnung.
Wenn man so einen Mikrowellengrill hat, dann kann man ja wahrscheinlich auch mit der Mikrowelle das machen. Zack. Okay. Mehr Rüstung gibt's hier leider nicht. Ist ganz schön verwinkelt. Viele kleine Räume, in denen Gegner sein könnten. Das ist hier das Hauptquartier. Da muss ich jetzt gleich rein, aber ich gucke mal einmal noch mal kurz hier zu Ende durch, ob ich alles gesehen habe. Hier käme man auch rein. Beziehungsweise wieder raus. Hier ist die Toilette. Hier ist keiner, Gott sei Dank. Mittlerweile müssten sie auch eigentlich alle mal angerannt kommen. Ach, guck mal, da ist die Rüstung, die ich gesucht habe. Ganz genau, die war das. Oh, hier sind die Zellen. Interessant. Wäre cool gewesen, wenn sie jetzt hier irgendjemanden gefangen hätten, den man dann befreien kann, der einem hilft oder so. Ja. Also, mit diesen Masken, war das so geil. So schön gesichtslose Babes. Ah, fantastisch. Pin-up Girls at their best. So, dann gehen wir jetzt mal zum Headquarter. Headquarter. Wo war das? Hier hinten raus. Zack. Ist hier jemand? Hallo, hallo, hallo. Soll ich nochmal mich kurz darüber freuen, dass ich volle Lebensenergie habe? Ihr wisst genau, was dann passiert. Sie ist sofort wieder weg. Na, noch sieht's ganz gut aus. Also aus der Entfernung treff sogar ich mit dem Maschinengewehr, was? Ich hab deine Nummer! Was, mein Kfz-Kennzeichen, oder was? So, machen wir mal kurz unsere Spezialsicht an. Und ich gehe mal auf die etwas präzisere Waffe, falls dann jetzt hier in der Ferne doch noch jemand irgendwie sein Fett wegbekommen möchte. In diesem spielbaren 80er-Jahre-Trash-Action-Film. Wo finde ich jetzt die... Wo? Ja klar, da komme ich doch her. Mit dem ich verscheiße. Da bin ich doch hergekommen. Komm, die habe ich doch alle umgebracht, die da hinten waren. Wurden die da jetzt hingespawnt oder sind die aus irgendeinem Nebenraum gekommen, den ich irgendwie übersehen habe? Das kann natürlich immer sein. Das will ich nicht ausschließen. Ah, gut. Okay, hier ist irgendwie ein Serverraum, aber das... Die halten halt viel aus. Die haben halt alle eine Rüstung an. Was aber gut ist, weil ich die dann einsammeln kann. Das ist sehr nett vom Spiel, dass es daran gedacht hat, dass man die Gegner, die eine Rüstung tragen, dann eben auch looten kann. Das ist super. Was noch schön wäre, wäre, wenn jeder Gegner halt... Medipack dabei hätte. Ja, dann wäre es zu einfach, schon klar. Dann wäre es zu einfach. So, das ist doch jetzt hier der Zünder. Würde ich mal annehmen. Was macht sie da eigentlich die ganze Zeit? Spielt sie da irgendwie auf dem Computer Solitär? Oder was? Oder Minesweeper? Was hat man 2001 auf dem Computer gespielt? Nee, es war ja nicht 2001, hier ist 2004, ne? 20 Jahre her. Ich war irgendwie gerade wieder gedanklich bei irgendeinem noch älteren Spiel. Was habe ich denn gespielt, was 2001 war? No One Lives Forever 1 oder so? Kann das sein? Das könnte es gewesen sein, oder? So, dann nehme ich nochmal ein bisschen Munition mit. Kann man die P90 nochmal durchladen. Und jetzt müssen wir zum Security Building, um den Zünder da abzuliefern. Ein bisschen Angst, dass das Spiel hier nochmal ein paar Leute gespawnt hat. Hey, wer? Follow me, Jack. Ja. You'll see. Zur Atombombe nehme ich an, oder? Also, wo gehen wir jetzt hin? Doofe Frage. Ich meine, ging es nicht darum, jetzt eine Atombombe in die Luft zu sprengen? Die muss ja irgendwo sein. Dann würde ich da annehmen, dass wir da jetzt hingehen. Ich bin direkt hinter dir. Lauf einfach weiter. Lauf einfach weiter. Ich habe hier alles im Blick. Hang on. This lock is still activated. Sorry. Okay, that's it. Zählt das nicht meiner Partnerin? This is the outpost, Jack. Ja. The nuke is in here somewhere. Hab's verstanden. You go first. Na klar, auch das habe ich verstanden. Das ist nämlich immer so. Das
jetzt ist nichts Neues. Jack, you go first. Ja. Over there. Jetzt hör doch mal auf Leute zu schießen, wenn ich mich gerade versuche, in Position zu bringen, um den besseren Blick zu haben. So, ich dachte nämlich, ich stelle mich hier oben hin. Ist ja nett, dass du mithelfen willst, aber doch nicht mit der Erbsenkanone aus 1000 Kilometer Entfernung. Wenn ich hier gerade mich als Scharfschütze irgendwie versuche, bereit zu machen. Scharfschütze ist nur so gut wie seine Position. Das ist doch Allgemeinwissen. Ich dachte, das muss ich so einer tollen CIA-professionellen Superagentin nicht erst erklären. So, okay, jetzt ist mein Gewehr alle. Das ist natürlich nicht so gut. So, das ist sie. Ich dachte gerade, oje, oje. Careful, Jack. Careful, Jack? Wolltest du mich verarschen? Wie soll ich denn careful sein, wenn alle auf mich schießen? Du hast übrigens angefangen zu ballern, Mädel. So viel zum Thema careful. We need backup now. Damn it, they're good. Ich erschieße einen und du sagst, sie sind gut? Ich bin gut. Fuck. Fuck, 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 fuck. Von wo? Hab immer das Gefühl, es kommt dann von da, wo ich gerade herkomme, kommt irgendwie der Beschuss. Das stimmt ja auch ein Stück weit. Weil wo kommt der denn jetzt her? Also. So, Valerie, lauf mir doch nicht vor die Flinte. Das gibt's doch nicht. Hat sie einen Todeswunsch oder was? Okay, so, das war doch jetzt hier halbwegs erfolgreich. Wir leben noch. Da drin sind Gegner, garantiert. Das ist die Kantine. Ah, da wird die Pizza zubereitet. Da wird also die Pizza zubereitet, Leute. Jetzt kriegen wir es raus. Jetzt gehen wir in die Kantine. Hier steht jetzt der Pizzaofen. Ah, Getränkeautomaten. Das ist kein Pizzaofen. Das ist ja wirklich nur zum Essen. Hier, doch, hier ist die Küche. Hier ist die Küche. Nein! Och, komm! Du Arsch! Du. Mit der Schrot ins Gesicht. Eieieiei. Na gut. Jetzt gehe ich nicht mehr da hoch. Das bringt ja eh nichts, weil Valerie sofort anfängt zu ballern. Macht ja sowieso keinen Sinn hier alles. Macht doch eh alles keinen Sinn. Es hat doch keinen Zweck. Over there! Mal bitte nicht auf mich schießen, sondern nur auf die Gegner. Ich meine, ich habe keine Ahnung, ob es Friendly Fire gibt, aber es fühlt sich komisch an, von hinten beschossen zu werden, wenn man eigentlich das Gefühl hat, der andere könnte ja auch mal ein bisschen besser aufpassen, der hinter einem steht. Macht man da nicht normalerweise so eine Feuerreihe, dass der hinten steht und der vorne hockt oder so? Irgendwie. Na komm. Ach, weg ist er. Oh, sind das viele. Jetzt geht's los, Freunde. Jetzt geht's los. Wir haben nur noch zwei Schuss. Im Schnippergewehr. Aber Valerie hat scheinbar unbegrenzt Munition. Kann sie sterben? Dann hätte sie ja eine Lebensanzeige, wenn sie sterben könnte. Ja, weil du dich ja auch vorne doof hinstellst. Wo kommen die jetzt her? Da hinten. Okay. Erwischt. War's das? Können wir jetzt nochmal in die Kantine rein und gucken, wo die Pizza gemacht wird? Das würde mich tatsächlich interessieren. Da ist noch einer. Hallo. Wieso kommt jetzt der Kommentar, damn it, they're good, wenn ich schon wieder den nächsten erschossen habe, von denen, die angeblich so gut sind? Also manchmal weiß ich nicht so richtig. Also sie sind gut darin, sich im Wald zu verstecken. Aber das ist jetzt auch nicht unbedingt ihre Leistung, sondern ich meine, so sehen halt ihre Uniformen aus. So ein bisschen dunkelgrau. Im Palmendschungel dann doch untergehen. So, und jetzt versuchen wir mal irgendwie hier reinzukommen, ohne
dass der Typ in der Küche uns wieder erschießt. Wenn wir mal hier eine Granate reinwerfen. War's das schon? Ich werfe mal noch eine, bevor ich sie wieder die ganze Zeit nicht benutze. Ich habe das Gefühl, das könnte es gewesen sein, oder? Yes, Sir! Da ist er. So, wo ist jetzt der Pizzaofen? Das ist das ein Ofen oder ist das ein Kühlschrank? Sieht gar nicht aus wie ein Ofen. Herde habe ich hier. Ah, hier sind Öfen. Guck, das sind doch Öfen, oder? Ja. Hier kommt die ganze Pizza für die Insel her. Und die ersten Öfen, die ich jetzt bewusst zumindest wahrnehme. Es kann sein, dass es schon welche gab. Das ist Trivia, die bestimmt nirgendwo in irgendeiner Komplettlösung steht. Wie viele Öfen hat diese Insel? Hat diese Anlage? Wo kommen die Pizzen her? Was lest ihr denn hier Schönes? Playmerk. Ah. Statt Playboy. Smart. Also, die Mercenary Babes. So. Das ist ja nett, dass es hier wieder Munition gab, aber noch lieber als Munition wäre mir ein Medipack gewesen. Beziehungsweise eine Rüstung. Medipack brauche ich gerade nicht unbedingt. So, was haben wir hier noch? Was haben wir hier noch? Welche Gebäude haben wir hier noch? Ja, ich weiß, hätte ich auch die Tür hier nehmen können. Ach, egal. Dann säubern wir mal das nächste Gebäude, nämlich die Armory. Na, wenn es da mal keine Rüstung gibt, dann weiß ich auch nicht mehr. Stell dich nicht so nah an die Tür. Was für ein geiler Tanz hier aufführt, wenn man eine Granate in ihre Nähe wirft. Whoop! Holy shit. Die hier? Nein, Valerie! Ernsthaft? Wieso? Von wo kam die? Nein, jetzt muss ich das alles normal machen. Ach, wisst ihr was? Ich hab keinen Bock mehr. Wir sehen uns nächste Folge wieder, Leute. Also, so. Bevor ich mich jetzt wieder aufrege über irgendwas. Wir machen jetzt eine Pause. Und nächstes Mal geht's in der Armory weiter. Bis dahin. Ciao, ciao.